Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mr. Bender und weiter geht's mit Far Cry 4. Mission, wir sollen diesen Wolfsbau zerstören. Ich habe hier schon die Wölfe so ein bisschen erlegt. Wollen wir mal gucken. Gar nicht, dass ich eine Taschenlampe habe. Hab ich den jetzt auch schon? Hab ich beide erlegt? Sauber. Und. Warte, den habe ich auch erlegt. Gehen wir hier nochmal rein ein bisschen. Genau. Pfeiler. Geld haben wir auch eingesammelt. Brandpfeile ausrüsten. Sprengpfeile ausrüsten. Mhm. Interessant. So. Wollen wir dann mal hier. Schnell raus hier, weil das Ding geht ja eh gleich hoch. Geh weg da. Noch gebrauchen. Hier liegt noch einer. Ach so, meine Tasche ist voll. Ärgerlich. Oh, daneben. Ich würde sagen, Aufgabe erledigt. Wenn sich der mal darauf legen würde. Ja. Gut. Und nun? Geht's wieder zurück, oder was? Okay. Fahren wir mal zurück. Ah, egal. Ups. Hab ich nicht gesehen. Also ich würde sagen, es leckt, aber tierisch. Warum auch immer. Habt ihr auch diese Probleme mit den Lecks manchmal? Oder ist das bei euch nicht der Fall? Steig ab hier, Kollege. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich, hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Oh. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker, Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Mission beendet. Sehr gut. AJ, geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus zickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Alles klar. Ich aktualisiere deine Karte. Mach mal. Da muss ich hin. Gut. Herstellung. Hergestellt. Hergestellt. So, weiter geht's. Ah, siehst du, eine Beutetasche hätte ich auch gleich erweitern können.
weil Schweinchen und so. Schweinchen. Haben wir hier nicht noch ein Schweinchen? Wollen wir uns nochmal schnell umschauen, ob wir hier noch ein Schwein haben. Ein bisschen Glück haben wir Schwein. Aber ich höre und sehe auch keins gerade. Und das hier kann ich nicht schlachten. Den hätte ich gebrauchen können, genau. Da! Ein Schwein! Noch ein Schwein. Und ein Huhn. Ja, Jungs, lauft mal nicht weg, weil ich bekomme euch ja eh. Na toll, jetzt ist es voll. Ey, ich brauche hier mal diesen Wanderer. Hau ab. Brauch mal einen Huhn. Sehr gut. Ja, ja. Ich weiß. Starten wir uns das Tok-Tok. Und dann geht das ab hier. Hier, warte mal, Kollege. Hier, Kollege. Ich will doch, dich habe ich gesucht. Nein, Fall, ja. Verkaufen. Ah, danke für das Geschäft. Alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, die beste Zitronenente der Welt. Ich krieg schon Hunger. Was brauche ich denn jetzt noch alles? Herstellung, ach ja, kann ich ja schon machen. Munitionsbeutel, Beutetasche. Hochgerüstet. So, dann ja. Den noch. Und den auch noch. Dann sieht es mal wieder gut aus. Kollege, warte nochmal. Ich wollte gerne meine Waffe wieder haben. Wobei, ach, egal. Steig ein da. Und let's go.
kostet. Warum geht das denn? Wo wollte ich denn jetzt gleich noch hin? Da unten irgendwo. Kann man hier auch querfeld einfahren? Oder ist das keine gute Idee? Okay. Keine so gute Idee. Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal dahin. Per Schnellreise. Kaufen und anpassen. Das haben wir schon. Das haben wir noch. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Eine Panzerfaust. Auch nicht schlecht. Munition brauchen wir jetzt so nicht. Doch hier. Hier schon mal ein paar Karten holen, ne? So, dann wollen wir mal weitermachen. Moin. Ein herrlicher Tag. Und wir müssen zu L. Zu singen. Das ist ja grässlich. Er ist irgendwo. Oh, weil. Ziemlich weit. Dort hinten. Propagandaposter. Propagandaposter? Nein. Ich hätte gerne ein Flugobjekt. Mein Gleiter, da ist er ja. Dann wollen wir mal eine Runde gleiten. Oh, hepp. Ja, mit dem Ding kann man auch wirklich ewig fliegen. Das ist gut. So, schaffen wir es denn noch, die 400 Meter? Ich denke schon. Fertig machen zum Landen. Was auch immer hier los ist. Willkommen.
bin Longinus. Du? Du bist Edgy. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siege. Alles klar. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, sofort. Was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, es ist. Und er sprach zu ihnen: Gehet hinaus in die ganze Welt. Und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Okay. Wenn du das sagst. Ich habe jetzt auch die geilste Waffe überhaupt hier. Na gut. Ach so. Mit Zeitbegrenzung. Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Ne? Es ist zu spät. Vielleicht doch nicht so. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Achtung, warum? Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Hier! Der Feind ist hier! Ja, lass den Feind ruhig da sein. Ich muss jetzt hier das Dorf befreien. Ich hab da jetzt keine Zeit für.
bin hier, Sabal. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Na klar. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Ich habe auch die beste Waffe überhaupt hier. Erstmal die Waffe wechseln, ne? Aua, aua. Was soll denn das? So, jetzt aber. Das Feuer hier. Komm, Jungs, Mädels. Hier noch Gegner? Kann ich noch irgendwo helfen? Ah ja, das haben sie alle. Bist
mal gucken. Warte mal. Aua. Ich hab sie. Wenn es gerade nicht so ruckeln würde. Sorry, Leute. Keine Ahnung, warum es gerade so ein bisschen derbe ruckelt, aber... Wir haben es auch gleich geschafft. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen. Das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zaballe, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk. Genau, mach das mal. Ich sag's auch auf jeden Fall schon mal. Danke fürs Zuschauen und sorry nochmal, dass es so laggt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich werde das mal prüfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Mr. Bender.